produziert. Was war hier? Hier war der Dreifachtopf, hier waren die. Stimmt. Hier waren die Pure Crystals, wir können die mal laufen lassen ein bisschen, oder? Wir können das ein bisschen laufen lassen. Ich weiß gar nicht. Guck mal, oh, dass das vielleicht so 10 Minuten laufen lassen alles. Okay, danke schön. Jetzt können wir wieder so ein little bit abcovern gehen. Gut, jetzt im Hintergrund jetzt ein bisschen ticken. Aber in der Zeit können wir uns ein bisschen um andere Mods kümmern. Um die Bienenmod. Hab ich ja ganz heiß drauf hin. Oh, das. LOL. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ab zum Ausgang. Hui. Das sind wir. Jetzt haben wir auf jeden Fall Strom noch im Boden drin. Wo wir eh ran müssen. Gut, bleiben jetzt wieder ein paar Blöcke. Doppelt stehen hier, weil ich einfach nur schnell drücken möchte und schnell vorbei haben möchte, weil ich den Raum noch clearen will. Beziehungsweise noch schließen möchte. Da brauche ich Anker. Da brauche ich Coverblöcke. Dann nehme ich Marble, 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 Marble. Brauche ich die Anker, die anderen. Okay. Da machen wir jetzt alles. So, was sind die Blöcke, die Überschüsse, wir brauchen uns Boostwood. Habe ich von den. Von denen habe ich glaube nur welche, ne? Da. Und da. Vielleicht brauche ich es von denen. Das ist die oberste Fassade, da brauche ich gar keinen. Da kann ein Rand drum. Ne. Dachte ich mir schon. Oh, nicht so weit. Dass das nicht gehen wird. Bauen wir noch hier unten zu. Ja, aber ich muss da hinten noch zumachen. Also, wenn, dann mache ich das. Wir machen das so zu. Haben wir da Fackeln hier? Gegebenenfalls, dass wir hier ein bisschen Licht machen können. Damit ja nichts spawnt. So, dann brauche ich hier unten noch einen Anker. Wir machen mal alles zu hier. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht mehr dran muss. Zur Not kann ich von hier hinten dran. So. Machen wir doch mal hier weg. Da werde ich es eh nicht sehen. Dann hole ich mir. Genau die Blöcke noch. Damit Latschstand. Da muss man immer schauen, welche man braucht. Und Facades. Facade. Ah ne, Fassade, so. Oh, da habe ich kein Marble. Ich hoffe, dass das jetzt die richtigen sind. Da habe ich mal alle mit raus. Ich glaube, ich hole mal die Anchors. Anchor. Probieren wir was mal aus. Kann man die nutzen? 1, 2, 3, 4. Haben wir wenigstens auch noch ein paar von. Okay. Ich bin echt stolz darauf, dass es so funktioniert. Enlighted Glass. Enlighted. Wie das? Ja, Enlighted Glass. Brauche ich auch noch. Die. Was, wie heißen die? Die heißen auch Fassaden. Rein damit. Holz brauche ich glaube ich nicht mehr. Der ist am. Er hat nicht mehr. Aber der hat noch. Oh, was hat der noch Glas drin? Verstehe ich nicht. Wird schon seine Richtigkeit haben, dass er da noch Glas drin hatte. Zur Not schmeiße ich da schon mal gleich was in Vorproduktion rein. Okay, das ist nicht. Achso, hier. So.
dann den Block da noch vor? Ja, nice. Will ja eh hier das so machen, aber damit das zum Durchgucken da auch weg ist, mache ich das überall dahin in Lighted Glass. Hier machen wir noch einen Block hin. Da schon weiter, dann können wir wie gesagt nicht durchgucken. Ja. Gefällt mir. Jetzt trickse ich den hier wieder vorne aus, damit das nur an der Stelle ist. Ich hin aber alles offen und das heißt, ich muss nicht so viel freimachen nachher. Oben ziehe ich dann die Steine noch. Oder? Ne, hier können wir eigentlich einen kompletten Marble-Raum machen. Das ist von innen, ist es ja egal. Hier habe ich auch noch was übrig. Da könnte man noch was hinmachen. Was kann man denn da hin machen? Irgendwas, was hier überall drüber laufen kann oder so. Mal überlegen. Die Presse läuft zu weit. Also wir können... Festplatten können wir herstellen. Muss man eben... Trinken wir einen Schluck. Das ist extrem heiß hier drin. Heiß! Eine Flüssigkeit. Ne, die haben wir alle drüben, die Flüssigkeiten. Die haben wir drüben hingestellt. Ein Monitor ist auch so eine Sache. Soll man einen Monitor machen, aber da könnte ich eine Crafting Unit auch dann hinbauen. Die dann hier für, also eine größere ist. Aber brauche ich ja auch nicht. Ich habe ja hinten die, also die ganz große habe ich und die vier kleinen. Ne, ich glaube, wir machen das. Wir kümmern uns um die Rezepte. Und zwar... Die Rezepte. Und zwar brauchen wir erstmal die ein. Kann man festplanen. Die werden so gemacht, aber ich da mit diesen Pure-Dingern, das ich machen möchte, machen wir das mit Zertus Quartz. Da haben wir ja fast 500.000. Okay. Kleine Festplatte. Die möchte ich aber noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall bis 64k craften können. 4k. Haben wir. Ich muss das... Muss ich Quarzglas nehmen? Quarzglas, das muss ich auch noch können, ne? Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich kann es gleich löschen. Kann... Oder muss... Habe ich... ich weiß, was ich denn tue. Da sind die Dinge hergestellt. Glas normal. Hier kommen die ganzen Solar. Hier ist die Kohle. Ne, ich glaube, Quarz, den kann ich nicht herstellen. Aber ich kann mir so ein Ding da hinten, so ein Molekular-Sampler machen. Da brauche ich ja nur ein Interface. Schalten wir unten ab. Schauen wir eben, was der Captain Ruckelkraft sagt. Also hier können wir erstmal ausmachen. Okay, hier ist dann produzieren. Hier bleiben wir runter, dankeschön. Ich hatte schon mal... Ja, hier lasse ich so ab und zu mal ein paar rumliegen. Weiß aber auch nicht, warum das ist. Das sind... Ah, guck mal, da kommen auch schon wieder ein paar produziert. Och, Hund. Ja, ist ja gut. Sind irgendwelche wieder Leute draußen? Hatte ich ja vorher auch schon gesagt. Schauen wir mal, was die hier produzieren. Vier, also sie macht 6200, aber mit der... Ah ne, das ist noch nicht die neue. Die habe ich noch gar nicht umgeändert. Ach, da kann ich mal für oben gucken. Ich muss dann Molekular und ein Interface bauen. Und eben schauen, was da hinten die... Der Reaktor sagt, dann wollte ich hier mich noch drum kümmern. Das können wir beim nächsten Mal machen. Oder wir schaffen es gar nicht. Ich wollte mich um die Bienen noch kümmern. Der macht 9. Schwankt aber auch ziemlich hart mit seinem Energiebuff. Also ich krieg's raus. Ja, ganz gut sagen, fast 10.000. Also wenn ich jetzt noch mehr... Ja.
noch den Steam doppelt reinkriegen würde, wäre es optimal. Ich glaube, es gibt kein Infinity-Kabel wieder unten, was wirklich maximal tragen machen kann. Ule Kulada. Ah ne, stopp, 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 stopp. Die müssen wir gleich löschen. Ich wollte einen craften. So. Den möchte ich nur craften. Den bauen wir gleich drüben. Das Set ist kurz. Die Festplatten. Da habe ich noch, habe ich keine mehr. Brauchen wir hier von ein paar. Das heißt, unser Ding würde eigentlich gleich in Einsatz kommen. Interface haben wir noch, dass wir damit arbeiten können. Also, wenn das als auch noch funktionieren würde, würde es ja natürlich geil sein. Ne, ich mach da ruhig mal einen Platz zwischen. Die machen wir so, dann haben wir auch den ganzen Platz ausgenutzt. Multicolor Assembler. Natürlich das Interface. Oder vielleicht zwei hin machen. Ah, dann müsste ich den doch rüberschieben, damit ich synchron habe. Weil ich asynchron will ich es jetzt nicht gerne haben. Ist natürlich die Frage, hier macht er nur zwei Anschlüsse. Der will das reinkriegen. Den bräuchte ich aber nicht da. Oder macht man drei hin? Das heißt.